Was geht ab, Elite? CS ist hier zu einem ganz neuen Let's Play jetzt mal wieder, ein Langzeitprojekt. Ich dachte mir, wird auch mal wieder Zeit und ja, ich habe mich für TD Kong Racing entschieden, weil das Spiel ist einfach, es ist einfach mega geil. Also damals war das mein allererstes Videospiel, das ich hier gezockt habe. Also bevor ich sowas wie Pac-Man und sonst irgendwas kannte, war das wirklich das allererste und ich war damals so begeistert, was für eine schöne und liebliche Welt das ist. Und gerade TD Kong Racing hat wirklich ein paar Punkte, wo ich sagen muss, es ist viel besser als Mario Kart, also das 64er Mario Kart, wohlgemerkt, die anderen Teile kenne ich gar nicht mehr. Und das werde ich euch auch zeigen, warum es so viel besser ist. Und man sieht schon, wunderschön lieblich gemacht das Ganze hier. Okay, wir legen einfach mal los. Start! Man hat die Auswahl von 8 Spielern und da kann man auch schon hören, also ich mache es hier an der Stelle mal ein bisschen lauter, von der Musik her. Denn die Musik verändert sich, sobald man von Spieler zu Spieler geht. Und hier merkt man es deutlich. Das Banjo für Banjo. Oder hier. So ein bisschen böser. Ist jetzt wieder lieblicher. Und das sind so Kleinigkeiten, das ist Wahnsinn. Also das gab es einfach bei der 64er nicht, dass man so viel Energie in ein Videospiel reinsteckt. Die Musik verändert sich. Manchmal hakt es ein bisschen, da kann ich nichts machen. Das ist... Ich spiele, wie gesagt, auf dem Emulator. Hier, 360-Controller. Okay, Adventure. Und wir machen ein neues Ding. Und wie nennen wir uns? Ha, das... Ich glaube, das wissen wir alle, wie ich mich nennen werde. Z-E-O. Warum denn C-O? Das verrate ich nicht. Und es kann losgehen. Und natürlich kommt am Anfang ein absolut epischer... Anfangsfilm. Der sowas von episch ist. Das war's. Nee, ich weiß nicht. Das ist, da Schmetterling haben sie eingebaut. Ist das nicht großartig? Also man muss jetzt sagen, mittlerweile sind wir bei Videospielen total verwöhnt, was das alles angeht. Mit so kleinen Feinheiten, mit, dass die Welt wirklich echt wirkt und so. Schau dir mal den Wasserfall an, wie billig das aussieht. Aber es ist wurscht. Also damals, und hier Regenbogen und so. Und ich finde, solche Spiele gibt es irgendwie so wenige mittlerweile. Ich finde das eigentlich voll schade. Also, das war einfach so süß und irgendwie hat es mir gefallen. Ich bin der Genie von dieser Insel. Ich bin hier, um dir zu helfen. Viel Glück. Wow. Das war ja wirklich richtig episch von ihm, dass er mir das verraten hat. Darauf wäre ich jetzt selber nie gekommen. Dann hupen wir ihn mal an. Denn mit ihm können wir uns verwandeln in verschiedene Fahrzeuge. Nämlich einmal das Auto, ein Hovercraft, das ist so ein Gefährt auf dem Wasser. Und Plane, das Flugzeug. Wir machen jetzt Flugzeug. Denn es gibt hier in dieser Anfangswelt 3 Ballons zum Einsammeln. Ach, mit A fährt man. Ah, mit A fährt man. Okay. Das habe ich da eingestellt. Okay. Hier der erste Ballon schon mal. Ah ja, genau. Nebenbei, das Ganze hier ist ein Speedrun. Ich mache das Spiel, ich sage das Spiel ziemlich schnell durch. Ich habe am Anfang zwar ein bisschen getrödelt, um ein bisschen was zu erklären, aber... Oh, das war schon mal richtig schlecht. Okay, aber ja, ich werde das Spiel also so schnell wie möglich durchzocken. Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Zeit stoppen werde oder so. Darum geht es mir jetzt nicht. Es geht nur darum, dass ihr jetzt einfach das Gameplay so sieht, ja, wie man es eben am schnellsten durchzocken kann. Aus! Sorry, wenn ich heute ein bisschen Müll laber, weil, ja, ich bin erst vor kurzem aufgestanden. Ich bin noch voll so im Halbschlaf. Und ich habe noch keinen Energy-Trink heute getrunken. Und es wird schon bei mir was heißen. Die, wo mich kennen, wissen Bescheid. So, jetzt haben wir hier, das ist das erste Level hier. Das ist das, ja, die Dino-Welt eben. Es gibt 4 verschiedene Welten. Die Dino-Welt ist die erste und um die kümmern wir uns heute. Und ja, und das erste Level ist der Rumpelsee. Auf die Plätze. No. Oh, kein Turbo am Anfang. Das geht schon mal ziemlich gut los. Trotzdem werde ich jetzt versuchen, hey. Das wurde da unten angezeigt. Das war aber kein Turbo. Wurscht. Ah, ein Turbo ausgelassen. Geht schon mal sehr gut los. Aber wir sehen, ich bin absolut Erster. Hä, wie sieht denn das Symbol aus? Das muss ich mir nochmal anschauen. Das sieht immer alles anders aus. Das hat so eine blaue Umrandung. Zeig mal her. Hä, sieht voll komisch aus. Seht ihr das? Das ist unten so... Also, die, die Kong Racing kennen, wissen Bescheid. Das sieht eigentlich gar nicht so aus, das Symbol. Das muss irgendein Emulator-Fehler sein oder so. Aber es sieht auch nicht schlecht aus, so rot umrandet. Kommt voll cool rüber. Gefällt mir. Ah ja, sorry. Ich habe gerade so einen Schlüssel eingesammelt. Den braucht man für den allerletzten Endgegner.
es gibt in jeder Welt einen Schlüssel zu finden. Der hier war ziemlich leicht, weil er sehr offensichtlich war. Also, wie ich den Turbo nicht bekomme, ich glaube, ich spinne. Was ist da los eigentlich? Trotz Schlüssel überrunde ich den. Jetzt letztens. Selbst das erste ist so komisch blau, das sieht voll eigenartig aus. Aber wurscht, ist ja eigentlich egal. Also, normalerweise sieht es anders da aus. Genau, Ziel des Spiels, das ist nebenbei mal so erwähnt. Ich hält, wir müssen so goldene Ballons sammeln. Wir brauchen, glaube ich, 37, 39 für den ersten Endgegner und dann nochmal irgendwie, ich glaube, 47 für den zweiten Endgegner. Ach, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Genau, und der Schlüssel öffnet eben diese Tür. Ist aber eigentlich nicht so notwendig am Anfang, aber für später ist es halt sehr wichtig. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in Jungle Falls rein. Das ist eigentlich das dritte Level, weil ich habe ein bisschen Bock auf Action jetzt. Mein Ziel ist es, wirklich hier alle zu überholen. Aber schauen wir mal, also zu überrunden. Aber schauen wir mal. Die Bananen, die auf der Fahrbahn liegen, das ist von Mario Kart ein bisschen irritierend, die machen einen nicht langsamer, sondern dadurch wird man immer schneller. Das ist eine Diddy Kong-Anspielung. Ui! Alter Spiel. Und das ist eben das Geile an Diddy Kong Racing. Irgendwie, das hat alles so Power. Von der Geschwindigkeit her, versteht ihr? Oh, 9 Bananen schon. Ab 10 hat man die volle Geschwindigkeit. Zack, 10 Bananen. Perfekt. Und da sind sie schon. Und ich verrunde sie. Also wenn das keine Speedrun-Runde war, spinnst du, ey. Conker! Nein! Oh, die schaffe ich, glaube ich, sogar noch. Ja, ich habe alle überrundet. Wie geil war das, Alter? Habt ihr gesehen, diese Geschwindigkeit? Das ist immer Diddy Kong Racing, das Geile. Dass man da so abgehen kann, einfach. Aber nur, wenn man natürlich hier überpro ist. Selbstverliebt. Okay. Der Fossil Canyon. Ja, wir müssen einfach nur Erster werden, dann bekommen wir einen Ballon. Und wenn wir die 4 Levels in der Dino-Welt eben mit Erster beendet haben, können wir sogar schon den allerersten so Zwischenendgegner machen. Das ist auch so das Coole wiederum, dass es halt einfach sowas wie Endgegner überhaupt gibt. Ich meine, das ist ein Rennspiel. Und bei welchem Rennspiel gibt es heutzutage noch, dass es irgendwelche Endgegner oder irgendeinen Story-Modus gibt zum Durchzocken? Außer halt sowas wie Need for Speed und sowas. Ja, ich weiß schon. Aber ich meine jetzt eher so von diesen kindlichen Rennspielen, also wie Mario Kart und so. Ja. Auf geht's. Also, was ich wohlgemerkt auch sagen muss, ist, dass bei Diddy Kong Racing vor allem die Musik wirklich ziemlich gut ist, finde ich. Also, auf die müsst ihr euch mal so ein bisschen konzentrieren. Das geballert. Weil vor allem in jedem Level ist die Musik anders. Das ist auch schon so eine Sache. Ja. Gibt selten bei Spielen. In der Regel wiederholt die sich einfach so bei gewissen Levels. Die haben sich da echt die Mühe gemacht. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass das wirklich jedes Level seinen eigenen Charme hat. Also es gibt kein Level, die irgendwie sich sehr identisch aussehen oder so. Das ist, kann ich jetzt ihn abschießen? Ja, geht sogar. Hast du gesehen, das war eine Suchrakete. Voll cool. Und ab ins Ziel. Wieder voll viel umrundet. Ah ja, und warum ich den Spieler Peepsy genommen habe, also diese Maus, das lag daran, dass sie zwar nicht die schnellste ist, aber halt vom Kurventechnischen ziemlich Gas geben kann. Also sie macht immer ziemliche Zickzack-Kurven, das seht ihr ja, also das ist ziemlich cool. Auf geht's! Turbo! Yay, yay! Ein paar Bananen? Oh, aber nur eine, das ist ja schlecht. Wie sieht die Turbos alle aus? Das war eigenartig gemacht. Keine Ahnung. Eigentlich haben die alle eine andere Farbe. Wurscht. Spielprinzip bleibt gleich, mehr wollen wir ja nicht. Banane. Alter, fahr gerade das Level richtig gut. Jetzt wäre ich fast angeeckt. Ah, das war nicht so gut. Ah, wurscht.
Die Zehntelsekunde. Also das habe ich selten geschafft, dass ich auch in dem Level ein paar Gegner überrunden kann. Das habe ich sonst nicht hinbekommen. Aber noch habe ich es nicht geschafft. Das Level ist gleich vorbei. Ah gut, da fliegen sie schon. Yay, ich überrunde die schon wieder. Diese Idioten. Und den hier auch noch. Ja! Oh, sorry, ist gerade voll reingebrüllt. War irgendwie voll geil, dass ich den auch noch schaffe. Genau. Und nachdem wir diesen hier auch geschafft haben, kommen wir nun zum absoluten Endgegner. Oh mein Gott! Ich sag's ja, als Kind war der wirklich krank schwer. Das war so ein richtig, richtig kranker Wichser. Der Dino. Oh mein Gott. Er fordert mich zum Rennen heraus. Das kann er ruhig machen. Ist mir wurscht. Schaffe ich schon. Yay, blauer Turbo. Schau mal. Dass der Typ ein bisschen anschieße. Das Problem ist, er kann mich kaputt... genau, sieht ihr das? Da kann mich so kaputt trampeln, der blöde Penner. Jetzt schauen wir mal, ob ich den Typen mir holen. Oh, der spontan sieht ja ziemlich gut aus. Da ich bloß keinen Scheiß mehr bauen und schon habe ich eigentlich das Rennen so gut wie gewonnen. Jetzt höre ich nicht einmal. Den Turbo brauche ich. Bei Diddy Kong Racing gibt es auch so ein paar Special-Dinge. Zum Beispiel geht man vom Gas runter beim Turbo-Zünden. Ist er stärker. Also Turbo ist immer vom Gas runtergehen vorher. Und was gibt's sonst noch so? Wow. Gewonnen! Nicht schlecht, war ja einfach. Genau, und immer wenn man den besiegt hat, muss man es nochmal alle 4 Levels machen. Bloß dieses Mal muss man so Silvercoins auch noch einsammeln nebenbei. Ja, und ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part, oder? Er hat ein Special für mich, so. Sehr interessant. Ja, yeah. Genau, seht ihr auch die Zahlen auf den Türen. Die sagen immer, wie viel Ballons ich brauche, um reinfahren zu können. Zum Beispiel hier 10, da kann ich, die geht nicht auf, wenn ich hinfahre. Ja, na gut, so viel dazu. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, wie ihr das Let's Play auch findet. Also, ich habe einfach Bock drauf und deswegen werde ich sowieso durchziehen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, bis morgen.